Ich bin Mandy Sonnemann, ich bin 28 Jahre alt, ich komme aus Hannover, arbeite als Polizistin. Ich habe vor 3 Jahren mein Studium beendet und bin jetzt Polizeikommissarin. Ich habe Jiu-Jitsu gemacht, weil mein Papa mich, als ich 8 war, glaube ich, mal mit zum Training genommen hat. Der hat es auch gemacht, jahrelang. Ja, meine größten Erfolge waren eigentlich der Gewinn der World Games 2013 und die Weltmeisterschaften, die ich 2010, 11 und 12 gewonnen habe. Ich war jahrelang in der Sportfördergruppe der Polizei und habe aber jetzt aufgehört mit Leistungssport und arbeite jetzt Vollzeit. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich jetzt hier an diesem Programm teilnehme, weil ich gerne nach der Leistungssportkarriere trotzdem dem Verband treu bleiben möchte und da mitwirken möchte. Und das eigentlich ein gutes Programm ist, um mal herauszufinden, was man genau machen möchte. Das erste Treffen mit meinem Mentor war im Juli in Frankfurt. Ich hatte nicht so große Erwartungen im Vorfeld, aber man ist natürlich aufgeregt, weil man kennt die Person nicht und trifft sich und soll ja gemeinsame Pläne schmieden und ihm ja auch irgendwie von seinem Leben erzählen und sehr intime Sachen auch erzählen, damit die Zusammenarbeit klappt. Ich muss sagen, ich war positiv überrascht, weil wir total auf einer Wellenlänge sind. Sehr ähnliche Typen und er ist auch ein ehemaliger Leistungssportler und hat da so ähnliche Ambitionen, wie ich es habe oder hatte er damals und hat ja seinen Weg jetzt schon gemacht, sage ich mal. Deshalb glaube ich, dass das eine ganz interessante Zusammenarbeit wird und ein spannendes Jahr. Ich bin ja gerade noch in der Phase, wo ich ja sehr frisch mit dem Leistungssport aufgehört habe und das beschäftigt einen ja schon noch so ein bisschen. Das war für mich keine leichte Entscheidung, weil ich auch noch relativ jung bin. Und da ist er ein guter Ansprechpartner auch, so ein bisschen einen zu stärken, dass es doch die richtige Entscheidung war, aufzuhören und dass jetzt auch noch genug Sachen im Verband oder Aufgaben da sind, denen ich mich widmen kann und da noch genug zu tun ist, dass es mir nicht mehr so schwer fällt, jetzt zuzugucken und nicht mehr dabei zu sein, weil ich jetzt auf andere Art und Weise dabei bin. Ich hoffe, dass ich in 10 Jahren, hört sich vielleicht doof an, aber vielleicht eine kleine, schöne Familie haben, trotzdem noch im Leistungssport irgendwo zu finden bin. Auf welcher Ebene, kann ich gar nicht sagen, weil ich mir gerade noch nicht so sicher bin, ob ich gerne als Trainerin oder doch im Verband arbeiten möchte. Aber eins von beiden mit Sicherheit, weil es mir einfach sehr viel Spaß macht und ich merke, dass ich super gerne mit den Leuten unterwegs bin und ich es schade finden würde, wenn ich die ganzen Erfahrungen, die ich selber gesammelt habe, nicht weitergebe. Egal ob als Trainer oder man kann ja auch im Verband mit den Erfahrungen, die man als Athletin gemacht hat, arbeiten und sie, ja, egal ob positiv oder negativ, einbringen. Und das möchte ich in 10 Jahren eigentlich auch noch machen.